So, kaum wieder beim Camping, erster Auftrag. Und zwar haben wir ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, genau jetzt, letztes Jahr diese Aufkleber angebracht, damit man uns auch bei der Fahrt erkennt. Ruhe, Nala. Und jetzt haben wir uns noch mehr davon gekauft, damit man uns auch auf jeder Seite erkennt, ne, Madame? Und das bringen wir jetzt da an. Da zeigen wir euch jetzt mal. Das ist eine geplottete Folie. Die habe ich mir bestellt. Und die werden wir jetzt genau da mittig über dem Fenster anbringen. Und auch auf der Vorderseite. Und auch vorne am Gaskasten. Wir zeigen euch jetzt exemplarisch mal das eine, falls ihr sowas auch mal machen wollt. So, die Miriam zieht jetzt da die Folie ab. Ich halte da mal fest. Nala brüllt. Die Kinder bellen. Alles in Ordnung. Nee, loslassen. Loslassen. Die Kinder sind nämlich im Indoor-Spielplatz. Das war das Rakel. Aber ich darf nichts machen. Habt ihr ja gerade mitgekriegt, ihr seid Zeugen. Ja, gerade. Warte, wir gucken mal. Was sagen denn die Zuschauer? Nee, schief. Guck mal oben, kannst du oben ausrichten. Du musst links tiefer, ja. Nee. Jetzt müsste es einigermaßen passen. Ja. Aber ohne Gewehr. Macht die Miriam diese, wie nennt man diese Folie nochmal? Transferfolie? Ich habe keine Ahnung. Da drunter weg. Und rakelt das schon mal ein bisschen fest. Hier mal näher. Oh, sie macht wieder los, jetzt muss ich wieder gucken. Noch ist das kein Problem, das zurückzuziehen, weil das Einzige, was halten muss, sind die Buchstaben und das Herz natürlich. Und noch gerade? Nee. Einigermaßen. Ja, komm. Wir stehen sowieso nie gerade mit dem Wohnwagen. Zumindest nicht perfekt. Von daher. Seite wieder. Warten wir auf die Finger, was die da macht. Über diesen Buchstaben und diesem Herz ist noch eine Folie drüber, von daher da könnt ihr euch auch nichts kaputt kratzen. Geht halt jetzt darum, die Sachen so gut festzumachen, dass sie nicht mehr losgehen. Das ist nicht schlimm. Ist mein Fingernagel abgebrochen.
Habt ihr gehört? Miriam hat die Fingernagel abgebrochen. Wer bezahlt jetzt den Schadenersatz? Guckt euch das an. Ist das nicht ist das schief geworden. Ist das nicht schick? Ja, so schief ist das gar nicht. Es gibt Schlimmeres. Sehr, sehr schick. So, jetzt ist ungefähr eine Stunde vergangen, behaupte ich mal. Wir haben alle Aufkleber aufgebracht. Und jetzt zeigen wir euch natürlich auch mal das Ergebnis. Das heißt, ich drehe euch wieder um. So sieht es jetzt vorne aus. An der Türseite, sage ich mal, die beiden Aufkleber. Dann habe ich meinen Sticker hier noch neben die Tür geklebt. Weil da sah der Lack nicht mehr so toll aus. Kleines Gimmick. Da gehen wir nach vorne. Nala Kleft. Wie gesagt, am Gaskasten haben wir es auch aufgebracht. Jetzt sieht man mich als Schatten. Ich kann es nicht ändern. Dann gehen wir weiter. Die Anbringung hiervon habt ihr eben gesehen. Und last but not least haben wir auf unserer Rückseite jetzt auch alles vervollständigt. Und zu den anderen Stickern, die wir letztes Jahr schon geklebt haben, auch hier nochmal unseren Barcode und unseren YouTube-Badge aufgebracht.